Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der München-Gladbach-Karriere. Wir gehen direkt mal rein in die Bundesliga-Partie gegen Darmstadt. Sie werden hier mit einer 5-3-2-Formation auflaufen. Und wir beginnen natürlich hier mit unserer kompletten Top-11. Das heißt hier mit dieser Elf, die sieht ziemlich vielversprechend aus. Ich bin sehr gespannt, ob wir was reißen können gegen Darmstadt. Die Darmstädter jetzt im Angriff und wir müssen erstmal verteidigen. Die kombinieren sich hier sehr gut durch. Omlin kommt nicht dran und wir liegen zurück gegen Darmstadt. Sonny Burkhardt ist am Ball, rennt hier vorbei. Immer noch Burkhardt und Burkhardt versucht es. Die Darmstädter jetzt im Angriff. Itakura stört mehr nicht und Omlin pariert. Pascal Groß am Ball. Groß kommt hier wunderbar vorbei und Pascal Groß. Burkhardt ist am Ball, sieht Pascal Groß und Groß sprintet vorbei. Pascal Groß macht ihn mit Hilfe des Pfostens rein und damit gleichen wir aus in dieser Partie. Robin Huck sieht jetzt hier Jordan in der Mitte. Der Ball war perfekt. Jordan geht vorbei, zieht ab und trifft in der 63. Spielminute. Damit drehen wir hier diese Partie und führen jetzt. Pascal Groß am Ball sieht Neuhaus. Neuhaus zimmert drauf. Der Torhüter hält ihn aber. Weigel am Ball läuft nach vorne. Plea läuft mit. Plea startet weiterhin durch. Bekommt jetzt hier diesen Ball. Plea trifft 86. Spielminute und damit machen wir Tor Nummer 3. Jetzt die Darmstädter nochmal im Angriff und Itakura entschärft nicht und Omlin muss per Kopf entschärfen. 90 Minuten Spielzeit sind in dieser Bundesliga-Partie vorbei und wir haben die Partie gedreht und gewonnen mit einem leichten Abstand und ja, das Ergebnis heißt 3:1, das heißt, ja, es war ein verdienter Sieg. Und auch gegen RB Leipzig spielen wir richtig stark, denn wir spielen hier unentschieden und das gegen RB Leipzig ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Nach diesen beiden doch sehr erfolgreichen Partien schauen wir gemeinsam mal nach 5 Spieltagen auf die Bundesliga-Tabelle. Aktuell auf Platz 1 Borussia Dortmund, gefolgt von Union Berlin, Leverkusen, Frankfurt, Hoffenheim, Stuttgart und Werder Bremen. Und wir kommen dann auch noch bei dieser Viererpackung mit 8 Punkten. Hinter uns ist sogar der FC Bayern München und RB Leipzig. Also, ja, bisher sind wir ziemlich gut dabei, aber wir müssen auch aufpassen, denn hinter uns sind vor allem noch Top-Teams dabei. Da dürfen wir auf jeden Fall nicht den Fokus verlieren. Was jetzt auch nochmal wichtig ist, ist das DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig. Wir spielen zweimal hintereinander gegen RB Leipzig. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns jetzt hier anstellen werden. Hier kann es auf jeden Fall kein Unentschieden mehr geben und sie werden hier mit einer 4-2-2-2-2-Formation auflaufen und wir laufen natürlich mit unserer gewohnten Formation auf und Top 11, zumindest soweit es geht. Jordan wird ausgetauscht durch Player, als auch Sanjuste. Er wird ersetzt durch Itakura, um ein bisschen Geschwindigkeit mit reinzubringen. Top kommt mit. Neuhaus wird ebenfalls ersetzt und das durch Holm bzw. auch Christoph Kramer. Hier kommt Hermann mit. Bülter bleibt mal lieber draußen. Und ja, der Rest bleibt so. Das heißt, wir gehen rein und möchten gerne weiterkommen. Ob wir uns das gelingt, werden wir sehen. Robin Huck ist jetzt hier auf dem Flügel. Kommt vorbei an Benny Hendricks. Huck versucht es. Und das war sogar eng. Kone am Ball sieht Johnny Burkhardt. Burkhardt hat ihn. Sieht jetzt hier Robin Huck. Und Huck rennt durch. Huck mit dem Schuss. Und er trifft nur den Pfosten. Kone am Ball läuft nach vorne. Sieht jetzt hier Johnny Burkhardt. Und Burkhardt scheitert. Jetzt RB Leipzig im Angriff. Luis Openda kommt über den Flügel. Robin Huck macht Druck. Was für ein starker Ball, was für ein starker Lauf vor allem auch. Und Omlin pariert. Der Schuss, der kommt trotzdem von Xaver Schlager. Und jetzt liegen wir zurück. Nee, am Ball sieht Robin Huck. Huck hat ihn. Huck bringt ihn rein auf Johnny Burkhardt. Kone am Ball. Immer noch Kone. Sieht jetzt hier Huck sprinten. Und Huck bekommt ihn. Immer noch Huck am Ball. Huck versucht es. Und scheitert am Torhüter. Leipzig im Angriff und wir müssen erstmal verteidigen. Elvedi hält ihn auf, kann ihn aber nicht erobern. Huck ist mittlerweile zurückgekommen, macht auch Druck und dann kommt der Gegentreffer. Sie sind einfach viel effektiver, kaum Schüsse bekommen sie, aber wenn sie schon zum Schießen kommen, treffen sie meistens. Hermann ist am Ball. Hermann sieht Weigel. Weigel sieht jetzt hier Top und Top schießt und ausgerechnet der Jüngste auf dem Platz trifft auch und damit machen wir wenigstens hier jetzt den Anschlusstreffer. Honorat rennt nach vorne gegen Lukeba. Kommt er hier gut vorbei? Immer noch Honorat. Mitspieler sind hier wenige da. Jetzt findet er Hermann. Diese Partie wurde abgepfiffen. Wir verlieren leider sehr bitter mit 2:1, aber ich bin ehrlich,
Wir sind selber schuld. Wir hatten so viele Chancen und so viele haben wir nicht genutzt. Erst mit Top, der hier in Topform ist, ja, haben wir erst dann ein Tor erzielt. Und das ist zu wenig. Die Defensive hatte auch kaum was zu tun. Aber wenn sie gekommen sind, dann haben sie bisher dann auch direkt getroffen. Nach diesem Pokal aus gehen wir jetzt rein in die Partie gegen den VfL Bochum, die hier mit einer 4-2-3-1-Formation auflaufen werden. Und wir laufen natürlich mit unserer gewohnten Formation auf, aber nicht Aufstellung. Denn hier müssen wir ein, zwei Spieler rausnehmen, sodass wir jetzt hier mit dieser Elf beginnen werden. Top als auch Bülter, Holm, Kramer und Skelly dürfen von Anfang an beginnen und natürlich auch Nikolas. Ich glaube, der darf sogar das allererste Mal spielen und damit gehen wir rein ins Ruhrstadion und möchten gerne hier drei Punkte mitnehmen. Bochum im Angriff, spielen jetzt hier perfekt durch und treffen in der fünften Spielminute. Wir müssen einfach mal am Anfang aggressiver drangehen, sodass wir jetzt nicht immer am Anfang Tore kassieren. Jordan ist am Ball, läuft nach vorne, sieht jetzt hier Top komplett frei stehen. Top scheitert am Torhüter. Kone ist am Ball, läuft jetzt hier nach vorne, sieht hier Burkhardt nicht, sondern Top natürlich. Und Top zieht ab und trifft perfekt. Ich dachte zuerst, das wäre Johnny Burkhardt, aber nein, es ist Top, weil Burkhardt spielt nicht. Aber ja, wichtiger ist, dass wir hier getroffen haben. Jetzt bekommt Honorat den Ball, sieht jetzt hier Jordan komplett frei stehen. Jordan trifft aber nur den Pfosten, Bülter kann ihn nicht erobern. Holm sieht Honorat, Honorat jetzt auf dem Flügel, da kommt der vorbei, findet Top und der scheitert. Und jetzt haben hier die Gegenspieler leichte Probleme. Bochum versucht es. Kone stört, konnte ihn aber nicht erobern. Und jetzt wird nochmal zurückgespielt. Die Bochumer kommen weiterhin und das ziemlich gut an Skelly vorbei. Und dann kassieren wir. Norad mit dem Sprint über den Flügel zieht nochmal schön zurück. Bringt ihn jetzt weit auf Bülter und der bringt ihn an die Latte. Kone kommt nochmal zum Kopfball und kann ihn dann verwandeln. Top hat den Ball. Top findet jetzt Jordan. Was für ein starker Ball. Jordan trifft. Wir drehen die Partie nach weniger Minuten und damit führen wir jetzt mit 3-2. Christoph Kramer am Ball und Kramer bolzt drauf und verwandelt ihn in der 70. Spielminute. Der Vizekapitän mit einem Traumtor. Jetzt bekommt der VfL Bochum einen Freistoß und der wird direkt versucht und das war sogar extrem eng. Diese Partie hat im Bochum ein Ende gefunden und wir gewinnen hier mit 4-2 extrem torreich, muss ich sagen, aber auch absolut verdient. Es war ein kleiner Kampf mit uns selber. Ja, auch hier viele Chancen hatten wir. Diesmal haben wir sie definitiv mehr genutzt als in Leipzig. Nach diesem tollen Erfolg gehen wir direkt rein in die nächste Partie gegen Mainz 05. Die werden hier mit einer 3-4-2-1-Formation auflaufen. Wir laufen natürlich mit unserer gewohnten Formation auf. Ja, die seht ihr jetzt hier, aber wir werden auch hier wieder etwas ändern in der Startaufstellung. Kramer wird ausgetauscht durch Hermann, der Rest hat leichte Ausdauerprobleme, aber auch Lea wird von Anfang an beginnen, Jordan wird rausgenommen, die anderen sollen sich ein bisschen mehr einspielen. Sand Uste kommt ebenfalls mit Fitakura, der hier Wöber ersetzen wird. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein und möchten gerne drei Punkte mitnehmen im Borussia Park. Nee, am Ball immer noch Kone. Sieht jetzt hier Johnny Burkhardt lossprinten, der bekommt ihn, dribbelt sich vorbei an den ersten und an den zweiten Mann. Johnny Burkhardt, erste Möglichkeit im Spiel und die nutzt er direkt und damit führen wir mit 1-0. Jetzt Mainz im Angriff mit dieser Flanke und dann wird er reingezimmert. Wir sind unaufmerksam und kassieren dann den Gegentreffer von Gruder. Honorat mit dem Sprint über den Flügel. Immer noch Honorat am Ball. Er bleibt erstmal auf dem Flügel, findet Player. Player legt auf für Robin Hack und er trifft uns die Führung zurück. Und das nach wenigen Spielminuten und damit steht es nach 19 Spielminuten 2-1. Es ist Hack am Ball. Hack geht vorbei an einigen Spielern. Immer noch Hack. Wartet kurz auf Kone. Kone wieder zurück auf Robin Hack. Wir bekommen einen Eckball. Honorat Mitte Hereingabe auf Plea. Und das war richtig eng, der Torhüter. Und der Pfosten rettet. Pascal Groß kommt vorbei. Sieht die Plea. Los sprinten. Plea nochmal mit dem Rückpass. Und dann macht ihn Jonathan
Burkhardt rein. Jetzt kommt Jonathan Burkhardt, wartet ein bisschen, findet jetzt Hack und Hack versucht es auch nochmal, möchte auch nochmal ein Tor, scheitert aber in der Szene. Jetzt nochmal Player. Player ist am Ball. Player sieht hier Burkhardt. Burkhardt spielt ein bisschen unzuverlässig auf Groß. Groß findet Horaz und der trifft auch noch. Tor Nummer 4, das fällt genau jetzt. Hermann mit dem Sprint über den Flügel, immer noch Hermann am Ball. Hermann sieht jetzt Jordan, der hebt ihn hoch und die Latte rettet. Jetzt versuchen die Mainzer es und niemand kommt mehr hinterher und dann treffen sie auch noch. Somit steht es jetzt 4-2. Netz ist am Ball. Netz sieht jetzt hier Hermann. Hermann geht hier auch noch vorbei. Hermann macht den nächsten Treffer auch in seinem Alter. Kann man noch treffen und das stellt er hier unter Beweis. Jetzt kommt Jordan, der findet einen Gumu, der bekommt ihn und ein Gumu trifft leider nicht, sondern nur das Aluminium und Hermann verliert ihn anschließend. Diese Partie hat ein Ende gefunden, wir gewinnen souverän im Borussia Park mit 5-2 gegen Mainz, sehr torreich auf jeden Fall. Ja, defensiv haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, aber trotz alledem bin ich richtig zufrieden mit dieser Mannschaftsleistung. Wir hören einfach nicht auf zu gewinnen. So auch hier in diesem kleinen Derby gegen Köln mit 1-0 gewinnen wir am Ende dank Jordan. Und gegen Heidenheim war es dann wieder komplette Katastrophe. Wir verlieren gegen den letzten Platz mit 2-1. Am Ende waren wir sogar noch in Unterzahl. Gumu kassiert gelb-rot, also das war von uns keine gute Leistung. In der nächsten Partie sind wir aber wieder souverän dabei. Gegen den SC Freiburg gewinnen wir hier mit 2-0, dank Player, der hier gleich doppelt trifft. Wir haben nach dieser Partie einen schweren Abgang. Stefan Leiner wird uns verlassen, mit 4 Millionen Ablöse geht er zu Galatasaray im Winter. Nach diesem Transfer ist es auch vorbei, diese Folge. Deshalb blicken wir nochmal auf die Tabelle natürlich. Die Borussen, beziehungsweise die falschen Borussen, nämlich Borussia Dortmund, sind hier auf Platz 1 mit 24 Punkten, gefolgt von Leverkusen, Frankfurt, Bayern und Stuttgart. Danach kommen auch schon wir sind punktgleich mit den Bayern und Stuttgartern zusammen, ja, auf Platz 4 oder um Platz 4 zu kämpfen. Dahinter kommt dann Union Berlin, gefolgt von Augsburg, Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim, Mainz, Werder Bremen, Freiburg, Köln. Auf den Relegationsplatz befindet sich hier Heidenheim und auf den Abstiegsplatz befindet sich Bochum und Darmstadt. Ja, im DFB-Pokal sind wir ja draußen. Hier gibt es aber noch folgende Partien, und zwar Freiburg, Hoffenheim, Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig, Union Berlin und Borussia Dortmund trifft auf Leverkusen. Ja, was schon fast eine vorgezogene Finalpartie ist. Wir müssen uns aber jetzt fokussieren auf die Bundesliga und beim nächsten Mal beginnen wir mit einem schweren Gegner, nämlich mit Wolfsburg. Es wird nicht besser, denn danach kommt Dortmund, der aktuelle Tabellenerste, gefolgt von Hoffenheim und Union Berlin. Dann kommen noch 4 Partien, einmal gegen Werder Bremen, Frankfurt. Dann kommt auch schon die Wintertransferphase, wo uns Leiner verlassen wird. Aber dann haben wir noch 2 Partien, und zwar gegen Stuttgart und Augsburg. Und ich freue mich schon. Ich hoffe, euch hat diese Folge euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.